Das hier ist mein MacBook Air mit M2-Chip und darauf läuft Windows. Das ist ja nichts Neues, es ist aber keine Art von Dual Boot oder Parallels, also ist es kostenlos. Hallo und willkommen bei Technikfreaks, eurem Technikkanal. Heute geht es um VMware Fusion, wodurch ihr tatsächlich Windows oder auch Linux auf eurem Mac laufen lassen könnt. Es ist komplett kostenlos, außer ihr holt euch für das virtuelle Windows noch eine Windows-Lizenz. Als erstes sucht ihr bei Google nach VMware Fusion Download und geht auf den zweiten Link, also VMware Fusion herunterladen. Dort geht ihr dann auf Fusion 13 Player für macOS 12 oder neuer und sagt, dass ihr euch für eine persönliche Lizenz registrieren wollt. Dort geht ihr dann auf License and Download und registriert euch. Wenn ihr euch dann registriert habt, müsst ihr euch noch einmal extra für die Software registrieren und dann könnt ihr einen .dmg-Image herunterladen. Darüber soll doch euer Key für das Programm stehen. Jetzt müsst ihr euch das Programm dann installieren und euren Key eingeben. Erstmal müsst ihr die Windows ISO in VMware herunterladen. Und da geht auch nicht die Windows ISO, die ihr euch so bei Microsoft herunterladen könnt. Die ist nämlich nicht mit dem Mac kompatibel, weil der Mac eine ARM-Architektur hat und das haben halt normale PCs nicht. Deswegen müsst ihr sie, wie gesagt, in VMware herunterladen. Dort seht ihr dann so allgemeine Informationen, drückt auf Weiter und dort stellt ihr dann die Sprache ein, also halt die Sprache für eure ISO und dann sagt ihr nur Windows herunterladen. Und es kann gerade bei WLAN auch etwas länger dauern, wenn ihr per LAN drin seid, kann es schneller gehen, aber da müsst ihr auch warten, bis er die fertige ISO hat. Und die könnt ihr dann auch auf anderen ARM-PCs nehmen. Das heißt theoretisch auf jedem ARM-basierten PC. Da ist halt einfach nur die Windows vor ARM-ISOs. Nur die kann man sich halt so nicht einfach herunterladen. Beim nächsten Punkt aktiviert ihr erstmal UEFI und sichere Starten von UEFI. Und beim nächsten Punkt müsst ihr dann ein Passwort für das virtuelle TPM-Modul festlegen. Das kann ganz einfach sein, weil mehr ist ja auf eurem Mac drauf und da soll doch nichts passieren. Ich habe für die Demo vor allem jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genommen. Da könnt ihr mal nehmen, was ihr wollt. Am Ende wird es aber auch eh im Mac-Schlüsselbund gespeichert. Dann drückt ihr auf Weiter, Weiter und auf Fertigstellen. Den Rest stellen wir dann jetzt danach ein. Das geht aber nicht im normalen Setup der VM. Was zwar ein bisschen nervig ist, ist aber so. In der Menüleiste geht ihr unter Virtuelle Maschine auf Einstellungen und dort dann auf Prozessoren und RAM. Dort erhöht ihr die CPU-Kerne auf 3 und den RAM auf die Hälfte von eurem RAM. Bei mir ist es jetzt 8192 MB, also 8 GB RAM, da mein MacBook 16 GB RAM habt. Habt ihr nur 8 GB RAM in eurem MacBook, solltet ihr maximal 4 GB RAM nehmen, damit euer Mac auch noch was hat, weil so ein bisschen braucht er ja auch. Jetzt könnt ihr Windows ganz normal wie auf jedem PC installieren und wir machen dann weiter, wenn ihr auf dem Desktop seid. Falls ihr euch nicht mit eurem Microsoft-Konto in dieser VM anmelden wollt, gebt jetzt E-Mail a@a.com ein und das Passwort a und dann Enter. Dann wird uns euch einen Error geben, weil es diesen Account nicht gibt und fordert euch nicht auf, euch nochmal erneut einzuloggen. Heißt, ihr könnt ein lokales Konto erstellen und müsst euch nicht anmelden. Das Online-Konto kann aber praktisch sein, wenn tatsächlich ein Key für Windows in eurem Konto gespeichert ist, dann wird es direkt aktiviert. Sobald ihr auf dem Desktop der VM seid, wählt ihr in der macOS-Menüleiste unter Virtuelle Maschine VMware Tools installieren aus. Dann drückt ihr in der Windows-VM auf die Benachrichtigung von Laufwerk D und wählt Setup.exe aus und installiert einfach nur Standard. Also zahlt wirklich Standard, es reicht vollkommen aus und dann startet ihr die VM einmal noch neu und das war's dann auch. Wie ihr seht, das ist eigentlich nicht schwer und ihr müsst eigentlich auch kein Geld ausgeben. Wenn ihr aber tatsächlich euren Hintergrund ändern wollt, braucht ihr den Windows-Key, der ist aber oft schon in einem Microsoft-Konto gespeichert. Aber nur, wenn ihr schon mal angemeldet wart. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich würde dann sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, ciao.